Jo, hallo Leute, und heute mal etwas ganz was anderes. Und zwar in eigener Sache ein kleines Infovideo. Und zwar seht ihr im Hintergrund schon meinen geplanten Streamingplan. Ich wollte das jetzt hier tatsächlich als Infovideo veröffentlichen, da so jeder diese Informationen bekommt. Diese werden auch vor meinem Stream immer nochmal angezeigt. Aber gut, hier sieht jeder. Also, ihr seht schon im Hintergrund, ich habe drei feste Streamtage eingeplant, und zwar den Dienstag, den Freitag und den Samstag. Der Dienstag wird der Random-Dienstag. Wie ihr schon lesen könnt, irgendwelche Spiele werden da gespielt. Komplett zufällig, einfach irgendein neues Spiel, irgendein altes Spiel, irgendwelche Retro-Spiele. Gerne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge dazu habt, immer gerne an mich. Meine E-Mail seht ihr auch da. Ich bin gern für Vorschläge offen. So, was hätten wir dann? Genau, der Freitag wurde als unregelmäßig tatsächlich gekennzeichnet, weil ich mir in manchen Fällen natürlich auch mal einen Tag frei nehmen möchte, am Freitag zum Beispiel. Und genau, dafür ist eben das gedacht. Und am Freitag kommt entweder Ark oder Clone Run in the Danger Zone. Oder je nachdem, vielleicht wenn es gut ankommt, möglicherweise sogar beide. Also so ein Stream und danach 10 Minuten Pause und der nächste. Das stellt sich aber noch raus. Das sind noch so ein paar Sachen, die noch unter Development sind. Am Samstag gibt es natürlich RimWorld, damit wir meine drei hauptsächlichen Spiele zum Stream derzeit abdecken. Und ihr seht noch zwei weitere Kästen unten. Das wären nämlich die kleineren Infokästen dazu. Und zwar, es gibt natürlich Ausnahmen. Also es könnte mal sein, dass mal am Samstag oder am Freitag trotzdem kein Stream kommt, weil, keine Ahnung, ich krank bin, ich von einem Zug überfahren wurde, keine Ahnung. Wobei, das Letzte will ich jetzt mal bitte nicht hoffen. Und genau, dafür gibt es diese Ausnahmen. Dementsprechend habe ich extra dazu geschrieben, dass die Ankündigungen in YouTube weiterhin von mir genutzt werden, sodass 2 Stunden vorm Streambeginn ungefähr in der Abo-Box bei euch erscheinen sollte, streamt in 2 Stunden oder whatever. Hauptsache, ihr wisst dann schon mal, dass an diesem Tag ein Stream kommt. Ich versuche das ungefähr 2 Stunden davor zu positionieren, aber keine Ahnung, wie gut das läuft. Vielleicht auch nur 1 Stunde davor. Ich habe es mir zumindest mal vorgenommen. Und was ist als Letztes noch zu sagen? Genau, natürlich gibt es auch noch spontane Streams, die mal unregelmäßig sein können. Also, aber Box campen lohnt sich natürlich immer. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auch nochmal an dieser Stelle ein riesiges Lob an jeden einzelnen von euch. Nur durch euch gibt es diesen Kanal und eure Unterstützung ist echt absolut super. Vor allem jeder von euch, der beim Stream dabei ist, das ist einfach super toll und macht unglaublich viel Spaß. Also ein riesiges Danke an euch. Und an der Stelle noch ein unglaublich besonders großes Danke und zwar an Miss Black, die mir dabei geholfen hat, dieses Ding hier wirklich fertig zu designen, weil ich finde, das sieht jetzt halt tatsächlich super aus und so kann man das auch hier zeigen. Also an der Stelle nochmal extra vielen Dank an dich. Yay! Gut, und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten Let's Play sehen. Bis dann. Tschüss!